Was denn? Ich mache jetzt die Tür zu, so. Und dann lasse ich ihn nicht mehr rein. Siehst du, hast du gesehen? Ja, okay, dann bleibe ich jetzt halt hier auf dem Friedhof. Und sobald du rausgegangen bist aus dem Friedhof, dann halt hier halt meine Schnauze. So, das hast du jetzt davon. Jetzt kann ich noch die ganze Zeit überreden, während du da noch stehst. Und wenn du den Friedhof verlassen hast, dann bin ich auf einmal... Ich hab's mal anders überlegt. Ich mach doch die Tür wieder auf. Wie kannst du mich einfach nur auf diesem Friedhof zurücklassen? Sag mal, spielst du eigentlich? Ja, tut mir leid. Ich fühle mich ganz schuldig. Ja, solltest du auch. Und jetzt rennst du schon wieder im Kreis rum. Ja, also einer geht noch. Einer geht noch rein. Also einer muss noch gehen. Und da ist ja nicht allzu lange da... Hinterhalt. Allzu lange dauert, würde ich sagen, das tue ich sogar aufnehmen. Schon wieder! Ach, Vergiftung. Vergiftung. Nehme ich hin. Lähmung. Nehme ich halb hin. Und Verwirrung. Schade. Blitz! Das sind stinkende Totenköpfe. Geil. Ich würde sagen, ich lasse nochmal die Erleuchtung über sie kommen. Ich schenke ihnen nochmal eine Offenbarung. Okay. Oder was meinst du, ha? Huh? Ja, zwingen sie sich selbst umzubringen. Nee. Geht wes. Nein! Fehler! I fail. Oh, Shadow Soul schwankt schon. Soll doch umkippen. Ich kann ihn eh nicht mehr leiden. Warum auch immer. Verteidigen. Nein, Blitz! Blitz! Einer von den Road Rovers heißt ja Blitz. Oh. Von den Road was? Egal. Ach komm, dann bereiche ich ihn halt wieder einen schönen Advent. Advent, sogar perfekt. Advent, die perfekten Monster brennen. Roar, die auf die Angst. Jetzt muss ich auch mal unterm Rock gucken. Ey, die hat einen rosa Schlüpfer an. Ja, ich hab mich also nicht verguckt. Ich habe es auch mal geguckt, weil ich es letztes Mal nicht gesehen habe. Die hat einen großen Swingtanga an. Was sie wohl damit macht? Böse Sachen. Würde ich meinen. Vielleicht war der Schlüpfer, bevor sie in das Haus gegangen ist, noch weiß. Au. Ja, wer weiß, die können doch ihre Tage gekriegt haben. Da hat sie, oder hat sie halt ganz besonders starke Tage. Oder Menstruationsbeschwerden. Und schon wieder den Hinterhalt! Fickt euch! Status Anomalie, Schweigen. Sie darf schon mal nicht mehr zaubern. Okay, cool. Ist mir wurscht. Und die Schnecke hat dich angegriffen. Sie hat dich ganz böse beschimpft. Ey, die Schnecke hat was ganz Böses über deine Mama gesagt. Ey, du schwankst auch schon. Falsch, ich bin tot. Du hast dich auf den Boden gelegt. Steh wieder auf, der ist schmutzig. Ja, dann nicht, dann bleib halt liegen. Schade, sich selbst kann man nicht angreifen. Hm. Na gut, was machen wir da am besten? Da? Ja! Oh, da steht er wieder. Na, hast dich genug ausgeruht, kannst ja jetzt weitergehen. Hm. So, jetzt schenke ich denen aber eine Offenbarung, würde ich sagen. Immer diese Offenbarungen. Fail. Schau. Ich gebe dir gleich mal Fail. Hadu, Hadassa! Yeah, ich kann lila Kugeln aus meinem Körper schießen. Dude. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber vielleicht solltest du dich heilen. Ja, das wäre eine gute Idee. Und hellblau. Dieses Haus macht mir Angst.
Aber du weißt, das ist ja nicht schwer. Wir haben ja unseren Bogen. Was, ein Bogen? Ja, wir brauchen nur einmal den Bogen einzusetzen und schon sind wir voll geheilt. Was ist denn ein Bogen? Na, ein Bogen. Ein Bogen. Ja, mit dem kannst du auch angreifen, mit dem Bogen, wenn du den spannst. Cool, was kann man denn sonst noch mit dem Bogen? Ja, du kannst dich auch erdrosseln mit dem Bogen. Warum sollte man das tun mit dem Bogen? Ich weiß nicht, weil einem der Bogen nicht gefällt. Aber wieso sollte der einem der Bogen nicht gefallen? Das ist doch bestimmt ein hübscher Bogen. Oder. Oder! Ach komm, ich mach dir nochmal ein schönes Geschenk. Mach dir nochmal einen Bogen. Du machst denn das perfekte Geschenk? Cool. Ja, ich mach denen das perfekte Geschenk. Ho! Boom! Boom! Der perfekte Sensmann! Ratsch! Oder wie es in Pokémon Stadium heißen würde, Rums, die Dampframme schlägt zu! Und das war's, der Gegner hat keine Pokémon mehr! Grün. Kotzgrün, geil. Was? Drake grün? Okay. Kotzgrün! Danke! Ich weiß. Jetzt kotzt du mich schon wieder an. Ja, weil ich in den Hinterhalt gekommen bin. Beschwer dich bei dem Hinterhalt. Das hast du verdient. Du hast mich angekotzt. Beschwer dich bei dem Hinterhalt. Der hat das ausgelöst. Nein, du hast mich vorher angekotzt. Ach, seit wann ist ein Ring ein Status-Anomalie? Erst wurscht. Och, leck mich doch. Vor allem, mir wird nicht mal gesagt, was. Ja, geht's noch? Ich werde euch sowas von einer Erleuchtung schicken, dass ihr tot umfallen werdet. Oh, erleuchtet uns. Was der Demo sagt? Ey, ich bin der Auserwählte. Killt euch lieber. Ja, in die Rosen, Übersetzt soll das heißen, ihr dummen Wichser, macht Selbstmord, hier meine lila Kugeln. Ja. Blue Balls, ne? Ich wollte einfach mal dein Gebabbel übersetzen. Hat kein Level abbekommen. Soll sich was schämen. Aha. Finde ich aber nett, dass die Gegner hier Segensprüche droppen. Und rot. Nee, du hast Pissgelb vergessen. Stimmt. Pissgelb. Dum 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 dum. Ich laufe herum. Und hör auf rumzulaufen. Kerbsch. Ich hab schon wieder böse Sachen gemacht, ich geb's zu. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ja, hast du nicht das Bild gesehen, das Bild im Bild? Nee, ich war gerade mit meiner Pizza beschäftigt. Ach, mal ausnahmsweise. Warum sind die so schnell? Und warum krieg ich hier Frame Drops? Ah. Ich hab hier gerade derbe Frame-Einbrüche. Ich seh's. Plump. So. Plump, 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 plump. Ich plump. Ah! Ich mach gleich nochmal plump, wenn es nicht aufhört. Hör auf rumzuplumpen. Replay Exe, ich hasse dich und es hört nicht auf! Oh doch, es hat aufgehört. Naja, so halt. Wir sind alle schön langsam. Was? Nur für euch. Komm, fall um. Nee, danke noch nicht. Ich möchte euch noch ein bisschen leiden. Ha! Ich hau mal die Bibel zu. Das ist aber eine starke Bibel. Ah, jawohl, einen Schaden. Was ist das für eine Ringanomalie? Unregelmäßiger Ring? Keine Ahnung. Der Trefferbereich ist so verdammt klein. Dann mach ich mal die Probe auf Exempel. Ich will mal gucken.
Nein, ich glaube, verkleinerter Trefferbereich, weil für gewöhnlich war da noch ein Trefferbereich. Okay. Level up! Löffel hoch! Level up! Alter, was war das denn? Level up. Was ist das? Das ist blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Ach, jetzt sag nicht, ich stehe. Jetzt stehe ich drauf. Ich glaube, ich stehe im Wald. Nee, ich glaube, ich stehe auf dem Speicherpunkt. Oh mein Gott. Es ist eine ich habe eine Sünde begangen, Vater. Ich stand auf dem Speicherpunkt. Wie kannst du nur auf einem Speicherpunkt stehen? Schäme dich. Ich stehe drauf. Ich geb's offen zu, ich stehe drauf. Ich habe schon immer gewusst, dass du drauf stehst. Hör auf, da rumzuhämmern. Ich hab gleich den ganzen Belag von der Pizza weggefuttert. Eine schwere Eisentür. Das Wasser ist aus dem Brunnen abgelaufen, also ist die Tür leicht angelehnt. Ah ja. Ich hab Angst. Oh. Was ist das denn? Es wackelt. Guck dir eher mal die Umgebung an. Blut. Ich möchte mir die Umgebung gar nicht angucken. So, und warte mal, hat er nicht ein... Ich dachte, ich habe ihm einen Kruzifix gegeben. Nee, habe ich nicht. Mist. Und vor allem, wie kommt das Blut dahin? Da war gerade noch Wasser drin. Woanders. Egal, ich gebe ihm einen Kruzifix. Und ihr Priesterohrringe, Beschleuniger. Ich habe gleich den ganzen Belag von meiner Pizza aufgefuttert. Warum auch immer. Und ihr gebe ich einen Kruzifix. Scheiß erstmal auf den Dings, auf den Schrittzähler, wollte ich sagen, aber... Tue ich mal ganz kurz ersetzen. Ich hab mich in meinem Zimmer mit Pizza bekleckert. Warum tust du das? Weil ich's kann. So, dann suche ich jetzt nämlich mal ein bisschen. Da steht Help mit Blut an der Wand. Die Worte helft mir sind an die Wand geschrieben. Ja, aber ich glaube, das ist kein Ketchup oder rote Farbe. Das mit Blut, und außerdem das Schaukelpferd wackelt. Eine Puppe auf einem Schaukelpferd. Es war, als ob sich die Puppe umgedreht und gelächelt hat. Ich denke zu viel nach. Ja, das ist gruselig. Da ist ein luxuriöses Bett für ein Kind. Aber das Betttuch ist zerrissen und das Kissen hat ein Loch. Komisch. Okay, ein böses Kind. Und so eine Truhe mit noch einem Kruzifix. Okay. Dann kann ich jetzt jeden ausrüsten. Das werde ich auch brauchen, weil der Gegner schleudert gern mal mit Statusveränderungen um sich. Boah, da hat was geknatscht! Ja, was denkst du wohl? Das ist das Schaukelpferd. Ein Kinderschminktisch. Ich glaube, ich sah im Spiegel, wie die Puppe mich beäugte. Was? Ein Teddybär. Sein Bauch ist aufgeschnitten. Und die Füllung kommt raus. Das arme Plüschi. Ich würde sagen, hauen.